Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project Orson 2 Kappa Mode. So, ich habe jetzt genau herausgefunden, wie das mit dem Mauerdrone funktioniert. Also, Shift-Rechtsklick auf eine Truhe und wir wissen, das ist das Inventory. So, hier ist jetzt schon das PCB Blueprint drin, habe ich gerade bestellt. Und hier sind noch 56 Emeralds drin. Würde ich sagen, komm, wir bestellen uns jetzt nochmal ein PCB Blueprint, haben wir jetzt schon. Bestellen wir uns noch hier so ein Assembly Program Drill. Drill on Laser, Laser, was haben wir noch so Schönes? Ja, komm, das sind die Sachen, die ich bestellen möchte. Dann klicken wir auf Order und da kommt was angeflogen. Da kommt unsere Drohne angeflogen. Guten Tag, willkommen bei Armored Prime. Schnappt sich das Geld raus. Die Emeralds. Tschüss, Drohne. Da kommt die neue Drohne. Und liefern unsere Sachen. Können wir die eigentlich töten? Lol. Armored Delivery Drohne. Finde ich lustig. Wäre jetzt geil gewesen, wenn wir hier so eine Seele bekommen. So, PCB Blueprint haben wir jetzt. So, und wir können damit jetzt die UV-Lightbox machen. Die klatsche ich jetzt auch mal hier dran. Da brauchen wir noch ein Security-Upgrade. Security. Ja. So, du kriegst ja einmal das hier. Mit? Du wolltest schon gar nicht hin. Boah, weißt du was? Ich bin jetzt echt zu faul. Stick. Mach. Dann habe ich einfach nur genug Sticks für eine Zeit lang. Das ist ja schlimm. Ich wollte jetzt gerade ein Auto-Crafting-Rezept für Lever machen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen Overkill gewesen. Ja, ich weiß, so ist es auch ein bisschen Overkill, aber naja, so haben wir wenigstens etwas, wofür wir es gebrauchen können. So, Security-Upgrade, können wir auch ein Speed-Upgrade machen. Ja, wir haben auch ein paar Mob-Souls jetzt. Wir brauchen einmal unsere Lubricant-Kuh. Weißt du, was ich mache? Ich nehme mir hier die Speed-Upgrades noch raus. Pack mal den schon mal rein, dann kann das schon mal ein bisschen arbeiten. Vielleicht sollten wir dann da noch mal ein bisschen Kohle reinpacken. Und wir machen noch ein drittes. Ein zu früh. Hier. So. Dieses PCB steht jetzt hier unten. Edge Success Chance 15%. Das lassen wir jetzt einfach durchlaufen. Und wir holen uns jetzt noch ein bisschen Quarz und machen einmal so, weil wir brauchen jetzt Etching Acid. Was ist Etching Acid? Das ist eine Säure, so eine Ätzsäure. Dafür brauchen wir einen Wassereimer, zwei Spider-Eye, zwei Green Plastic, zwei Rotten Flesh und Gunpowder. So. Spider-Eye. Rotten Flesh. Gunpowder. Water Bucket. Und Green Plastic. Das Zeug schmeißen wir jetzt einfach mal kurz hier rein. So. Und wir haben einen
Eimer Etching Acid. So. Wofür brauchen wir das jetzt? Das packen wir ein einziges Mal hier hin. Wenn wir da reintreten, macht das natürlich Aua. Ist Säure, ne? Ist klar. So, jetzt haben wir schon eine Edge Chance von 66%. Wir wollen natürlich hier 100% haben. So, das machen wir da. Das machen wir auch nur, glaube ich, ein oder zwei Mal. So, was brauchen wir, wenn die fertig sind? Die kommen dann. Könnten wir das theoretisch gesehen machen? Ja, aber da brauchen wir selbst mal die PCBs für. Jo. Alles klar. Gut. 88%. Was können wir in der Zwischenzeit machen? Schauen wir mal ins Questbuch rein. Wir können nicht mal gucken, was wir für den Philosopher's Stone brauchen. Was wir da machen können. So, der Philosopher's Stone. Wir brauchen Molecular Assembler. 4 Stück. Start. Was brauchen wir noch? Dark Seal Bolts ist kein Thema. Vibrantium, an der Automatisierung können wir anfangen. Circuit Binder, das wird noch ein bisschen nervig. Wobei, sollte es eigentlich auch klar gehen. Das ist null Thema, das ist null Thema. Demon Steel of the Eighth Magnitude, da sind wir am Arbeiten. Advanced PCBs, ja gut. Enchanted Gravity, das ist auch kein Thema. Thorium Rods, null Thema. Soul Crystal haben wir. Snervix wird einfach nur der Vibrantium und Advanced PCB. Da sind wir am Arbeiten. Oh, fuck. So, okay. Die Energetic Alloy-Teile. So, die Molecular Assembler in die Ecken. Dann in den innersten Ring die 4 Energetic Alloy-Blöcke. Unseren Soul Crystal brauchen wir. Was können wir noch machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 Stück. Jetzt sollte aber hier der erste fertig sein. So, jetzt das Nervige. Das wird jetzt hier reingeworfen. Das despawnt jetzt erstmal nicht. Das ist wie die Seeds von I2. Bloß. Das dauert jetzt auch nochmal seine Zeit. Das heißt, den werfen wir jetzt einfach mal hier rein und warten. Ja. Orange Plastik waren wir dran. Brauchen wir 40 Stück von. So. Einmal. Zweimal. Die Dark Steel Balls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brauchen wir 28. Na gut, hätte ich da 30 schlossen können. Zack, zack und zack. Was haben wir jetzt noch? Thorium Rods. Okay, wir haben hier Thorium Ohr. Das können wir am besten, also denn das machen, im Pulverizer, genau. Dann sieften wir das doch mal durch den Pulverritzer. Thorium Rods brauchen noch LED Plates. Brauchen wir 16 Stück für. So. Tungsten Heat Coils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann können wir 4 Thorium Rods machen. Kann man die nicht platzieren? Nö, das ist einfach nur ein Item. Okay. Die kommen hier hin. So, Enchanted Gravitite Spirit Binder, den werden wir glaube ich nicht herstellen können, oder? Oh, einen, okay. Was für ein Demon Steel haben wir jetzt gerade?
6 Magnitude. Wie sieht das aus mit Temperio? Mit 2 Stück. Jetzt sagen nicht, der ist wieder weggebackt. Nee, der wurde noch rausgeschickt. Wieso wurde es so rausgeschickt? Ah, weil ich. Okay. Keep one item in area. Ich glaube, da müssen wir das anmachen. Ich habe jetzt gerade eben schon erschrocken gehabt, wie wir haben nur noch. Wir haben nur 2 in der Zeit gemacht. Wieso du es nicht craften? Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ich mache einfach mal gerade forget. So. Das war jetzt gerade klar. So, dann mache ich mal ganz kurz hier aus. Und wir machen noch einmal. So. Remember. Schön einmal so. Remember. Dann machen wir das ein bisschen anders. Ich hasse es. So und so, remember. Gut, dem dann sagen, er kann craften. Sehr schön. Remember? Dann brauchen wir wieder Essenz. Die Medizin geht. Ui, die geht aber auch nicht runter. Dürfte aber auch hier schon einiges an Temperio-Essenz haben. So rein theoretisch gesehen. Remember? Machen wir nochmal kurz so, nochmal kurz nachklicken. Und wieso craftet der jetzt nicht? Genau das will ich verhindern und ich weiß jetzt, wie wir das machen. Ich gehe mal ganz kurz ab, dass ich ja vorher nicht aufgekommen bin. Holen uns einmal die Temperio-Essenz, die wir haben. Das sind jetzt 4 Stück. So. Das kommt dahin. Wir sagen Remember. So, dann einmal. Also so sollte es jetzt auf jeden Fall klappen. Wenn nicht, dann muss ich mal was anderes überlegen. So, zack. Den Master Fusion Stone und jetzt El Pico Grande Finale.
Schon scheiße. Das hilft uns nicht weiter. Gucken wir uns gleich an. So. Nee, ich weiß, wie wir das gleich machen. Ja. Wir machen das. In der anderen Folge machen wir das nochmal richtig. Oh, der erste Unassembled PCB ist fertig. Gut gemacht. So, und jetzt mit dem hier können wir das fertige PCB machen. So, zack. Was fehlt denn jetzt noch? Die Transistoren, ne? Aber kein Rezept für die Transistoren. Transistor. Redstone Alloy, Cyan, Plastik und Rest Iron. Lock Selection, Cyan, Plastik. Redstone Alloy. Dann machen wir mal einmal ganz kurz. So. Dann einmal so. Compressed Iron. Ich will eigentlich nur einen, aber auch gut. So. So, und jetzt eins hier an Plastik. Wir haben ja hier noch jede Menge Molten Plastik drin. 757 Buckets und hier 5 Kilo Buckets. So, das machen wir einmal. So, und ups. Das einmal. So. Dann bestellen wir doch einfach mal ein. Dann können wir das auch ins Crafting-Menü da packen. Da ist er drin. Und dann hier einmal zack. Itemfilter. Zack. Rein da. Und damit das Crafting-Rezept fertig ist. So. Dann sollten wir jetzt den Transistor bestellen können. Machen wir nochmal 2 Stück. Bitte lass es klappen. Jawohl. Wir haben einen PCB. Das heißt, wir brauchen nur noch einen. So, was ich mir nämlich noch überlegt hatte, was wir machen könnten mit dem anderen Problem. Wir gehen dann das ein bisschen komplizierter ran und machen das über Cyclic Assembler. Wir brauchen Tin Gear. Wobei ein Stack sollte eigentlich reichen. Wir brauchen ja 5 Cyclic Assembler. Meierküchen. Dann muss ich eigentlich auch noch alles verlegen hier. Ich weiß halt echt. Oh, hier haben wir noch jede Menge Grey Plastic. Und hier haben wir noch Gold Gears. Sehr schön. Auf jeden Fall, das wollte ich jetzt über Cyclic Assembler machen. Machen wir eine Lane wieder, so wie vorher. Also eine Lane von 5 Maschinen dran klatschen. Da brauchen wir ja nur 2
Buffs, also einen Import, einen Export-Buff. Und dann können wir weitermachen. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir das ja auch wegkriegen. Ich mache jetzt einmal hier die 10 Stück. 5 Stück. Die können wir mal gerade schnell auf Resonant bringen. Zack und zack, dann kriegen die noch alle ihre Augments. Sehr schön. Und das kann dann einmal da rein. Oh, ich habe den PCB gerade eben auch aufgehoben. Gut, ich würde sagen, dann machen wir, bereite ich schon mal alles vor soweit. Also hier einfach nur diesen Platz wie immer. Da muss schon noch die Wände genannt klatschen, sehe ich gerade. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt wieder viel Spaß. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und so weiter und so fort. Wenn Sie glauben, diese Geschichte hat irgendwann ein Ende, dann ist das gelogen oder auch nicht, denn ich beende jetzt die Folge.